Servus dem Hallen, grüß euch die Buben. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, ich bin wieder mal unterwegs. Ich nutze die kleine Regenpause aus, die wir haben. In 3 Stunden soll es wieder regnen. Und da gehe ich ganz einfach ein bisschen auf den Berg, die Füße vertreten. Also, gehen wir. Dass ich hier noch auf so eine schöne Schlange treffe um die Zeit, echt gigantisch. Jetzt zeige ich euch noch das Loch, wo sie sich versteckt. Hier drinnen hat sie sich versteckt. Ja, und wir gehen jetzt wieder, weil ich will sie ja nicht stören. Ja, mit so einem netten Besuch habe ich jetzt nicht gerechnet, aber echt top zu sehen. Der hat sicher auch schon definitiv bessere Zeiten erlebt. Da unten habe ich jetzt eine Fütterungsstelle entdeckt und auch einen Hochstand. Ja, den werde ich umgehen. Auch hier, der dachte, er kann sich vor mir verstecken. Sowieso ungenießbar, weil es immer noch welche. Hier ist auch noch sein alter verlassener Bunker. Ich denke, der ist sicher für die Jäger. Das ist sicher eine Fütterungsstelle. Hier sieht man auch noch Rüben. Ah, da hat es 5 Grad plus.
hier hing auch noch ein Schweinchen. 23.11.81. Ja, gehen wir wieder raus. Echt Wahnsinn, wie viele Pilze hier noch stehen. Natürlich sind das alles lauter ungenießbare. Aber immerhin Pilze. Ah, hier ist es zwar etwas steil, aber ich denke, ich habe hier ein Plätzchen gefunden. Stein schön windgeschützt. Da werde ich mich jetzt einmal platzieren. Vorab gibt es heute wieder mal ein kleines Süppchen zuerst. Jetzt gibt es damit auch mal ein warmes Süppchen. So, und heute gibt es noch einmal sein Spezialkäfchen, Äthiopia. Der ist eigentlich fix fertig. Ich hatte hier im Sommer schon mal einen getrunken. Und hier braucht man nur heißes Wasser einfüllen, je nachdem, wie viel man einfüllt, wird er entweder weniger mild oder stärker. Und hier kann man ihn ausgießen. Und den werden wir jetzt einmal machen. Gegossen. Das Ganze jetzt wieder verschließen. Und jetzt warten wir ein bisschen. Jetzt habe ich 2 Minuten gewartet. Reißt man hier den Nippel ab. Und dann geht schon los. Ja, der kommt tief und schwarz. So, den werde ich jetzt noch genießen und dann, es fängt schon zu regnen an, die Voraussage dürfte stimmen. Prost, Freunde! Oh jo! Ja, der kommt gut, der kommt gut. Ah, zumindest sehe ich schon das Licht im Tal. Ah, ich habe es geschafft, ich bin hier unten. So Freunde, ich habe es auch noch trockenen Fußes fast bis zum Auto geschafft. Da bin ich nun gleich. Und ich möchte mich gleich hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Sag wieder danke fürs Dabeisein, fürs Zusehen und wie immer, Servus die Mama. Viert euch die Burm.